herzlich willkommen bei MiniTechNet. Wir haben hier das Intel Desktop Boot D945GCLF. Es ist das erste Mini-ITX Mainboard auf Basis des neuen Intel Atom Prozessors, der ja offiziell auf der CeBIT 2008 vorgestellt wurde. Der Prozessor wird in 45 Nanometer Technologie hergestellt und ist besonders klein. Aufgrund seiner geringen Größe und geringen Verlustleistung lässt er sich sehr einfach herstellen, was die Kosten reduziert. Insgesamt handelt es sich bei diesem Mainboard um ein sehr kosteneffektives, sehr kostengünstiges Mini-ITX-Mainboard, was in einem Preisbereich von 60 bis 70 Euro angesiedelt ist. Wir finden auf dem Mainboard neben dem Intel Atom-Prozessor, der sich unter dem Passiv-Kühlkörper befindet, den Chipsatz. Dabei handelt es sich um den Intel 945GC. Dieser wird hier aktiv gekühlt, damit es zu keinen Überhitzungen kommt. Der Chipsatz integriert natürlich eine Grafik, dabei handelt es sich um die Intel GMA 950. Außerdem finden wir hier einen PCI-Slot zur Erweiterung und einen Speicherslot für Arbeitsspeicher. Der kann maximal 2 GB DDR2 RAM mit 667 MHz aufnehmen. An den Schnittstellen sieht man, dass es sich hierbei um ein Low-Cost-Board handelt. Das heißt, wir haben hier nur die nötigsten Schnittstellen vorhanden. VGA, Netzwerk, 4 USB-Anschlüsse und natürlich Sound und eine serielle Schnittstelle sowie PS2-Anschlüsse. Von der Performance her kann man sagen, dass das neue Intel D945GCLF für ein Office-PC ausreichend ist. Es ist quasi der Nachfolger von dem Intel D201GLY2A. Im direkten Vergleich der beiden Mainboards links der Vorgänger, das Intel D201GLY2A und rechts das neue Intel D945GCLF mit Intel Atom Technologie, sehen wir, dass der Aufbau der beiden Mainboards nahezu baugleich ist. Lediglich die Anordnung von kleinen einzelnen Komponenten, wie zum Beispiel der ATX-Anschlüsse, hat sich verändert. Im groben Aufbau bleibt es jedoch dasselbe Mainboard. Wir haben bei dem neuen Intel D945GCLF noch zwei weitere USB-Buchsen. Ansonsten ist die Ausstattung gleich. Wir sehen einen PCI-Slot, zwei serielle Adapter und einen Parallel-Adapter-Anschluss sowie einen Netzwerkanschluss mit 100 Mbit und serielle Schnittstellen, VGA-Ausgang und PS2 und Parallelport. Linux läuft auf dem neuen Intel Atomboard ziemlich gut, wie wir hier sehen können. Dank der neuen Chipsätze unterstützt es natürlich auch grafische Effekte, die mittlerweile in Ubuntu Linux standardmäßig vorhanden sind und aktiviert werden können. So kann man unter Linux mit einem Intel Atomboard sehr gut arbeiten. Wie sich das neue Intel D945GCLF mit Intel Atom Prozessor und seinen 1,6 GHz letztendlich schlägt, könnt ihr in einem ausführlichen Testbericht demnächst auf minitechnet.de erfahren.